Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Donnerstag, der 16. März, wir haben 12.30 Uhr und wieder Topwetter an der Playa. Mitte März ist, ja, war gerade einen goldenen Mitte März. Die letzten Tage waren alle sehr schön, sehr angenehm warm. 20 Grad aktuell. Der Strand sieht leider immer noch recht dreckig aus, aber ja, einen Teil haben sie schon sauber gemacht und der Rest wird, glaube ich, auch in den kommenden Tagen und Wochen sauber gemacht werden. Also langsam geht es ja hier los. Ja, heute, wie gesagt, ist Donnerstag, das heißt noch 2 Wochen, genau 14 Tage bis zum Soft Opening vom Megapark. Und ja, das war der Start in den Tag. Ich gehe jetzt eine Runde einkaufen beim Mercadona und wir sehen uns dann später wieder, wenn ich unterwegs bin. Bis dahin. 16.34 Uhr, ich war die ganze Zeit unterwegs, bis am Spazieren, hatte keine Lust zu filmen, aber jetzt sind wir ja gerade am Bielefelder Pilzschüppchen, was noch zu hat. Aber der Papa-Döner hat hier auch schon wieder geöffnet. Also wenn ihr hier seid und Hunger habt, Papa-Döner, wisst ihr Bescheid, könnt ihr direkt was essen gehen. Ne? So, wir stehen hier wie gestern vor dem Megapark und habe ich ja schon gesagt, hier wird gearbeitet. Hier wird der ganze Dreck weggemacht, der hier ist. Neuer Sand aufgespült und ja. Wasser war gestern viel dreckiger. Schon mal gespannt, wann sie fertig sind. Kann sich nur um Tage handeln. Und so sieht es hier aktuell aus. Immer noch strahlend blauer Himmel. 20 Grad heute. Ja. 17.20 Uhr. Ja, ich stehe jetzt hier wieder am Beach zwischen Ballermann 2 und Ballermann 3 und gehe jetzt mal eben nach Hause. Mal eine kleine Siesta, so eine Stunde auf zwei und mache mich dann frisch und werde was essen. Und von da aus geht es dann mal los Richtung Bierkönig, Latino, ja, Pilzschüppchen. Ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau, so wie ich Lust habe. Ne? 23.27 Uhr, oh, ich glaube, in dem Licht habe ich noch mehr Sonnenbrand wie gestern. Also ja. Sieht irgendwie komisch aus. Ne? Naja, darum geht es jetzt nicht. Und hier sieht es wieder besser aus. Gut, also. Ja, großer Zeitsprung. Was habe ich gemacht in der Zeit? Ja, Siesta habe ich gemacht, gegessen habe ich und dann war ich bei Könige der Nacht. Dann war ich im 47.11, habe da die zweite Halbzeit von Union Berlin geguckt. Die haben leider verloren. Jetzt waren wir gerade hier nochmal kurz im Bielefelder Pilzstübchen mal eben Tag gesagt. Und jetzt bin ich auf dem Weg in den Bierkönig. Ziemlich spät, aber die haben wir bis 3 Uhr offen. Mal gucken, was da jetzt noch los ist. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf den Weg bis zur Schinkenstraße und mache mein Gesicht aber weg, weil ich habe jetzt nichts mehr zu quatschen. Genießt einfach mal den kleinen Aussicht hier auf der zweiten Linie. Jo, mich seht ihr vielleicht später wieder oder nicht. Mal sehen.
Hola, buenas. Der ein oder andere Nachtclub ist auch hier. Und es ist noch ein bisschen frisch nachts. Wir haben so, ich weiß nicht, glaube ich, 9 Grad, kleines bisschen Wind, also lange Hose und 1 bis 2 Jacken sind schon angebracht, bevor man sich hier den Arsch abfriert. Also nur als kleiner Tipp, ne, wenn er für die nächsten Tage irgendwann mal hier runterkommt, bis dass man hier komplett in kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen kann, auch nachts, dauert es noch ein bisschen. Ja, und hier sind wir am Playa Golf. Da hatten sie ja hier gearbeitet. Und so sieht das mittlerweile aus. 4-Sterne-Hotel, Playa Golf. Ist schön geworden, oder? Sieht sehr, sehr gut aus. Und bevor jetzt gleich hier im Hintergrund im Bierkönig so viel Musik läuft, gehe ich nicht ganz in die Schinkenstraße rein, sondern mache dann hier Schluss. Aber wir sehen uns dann im Bierkönig wieder und dann kann ich dazu schneiden, dass es auch nicht Probleme gibt. Wisst ihr Bescheid, ne? Oh.
0.55 Uhr. Ja, ich bin schon auf dem Rückweg vom Bierkönig nach Hause. Beziehungsweise ich bin auf dem Weg zu den Königen erstmal. Wenn die noch offen haben, nehme ich noch ein, zwei Absacker mit und gehe dann schlafen. Ja, Bierkönig hat bis 3 Uhr auf. Ich habe den Absprung geschafft, weil, ja, hat mir gereicht. War zwar noch ein bisschen was los, wie ihr gesehen habt, aber muss jetzt auch nicht sein, dass ich noch bis zum Ende da bleibe. Von daher bin ich jetzt auf dem Weg nach Hause Richtung Könige. Und dann bin ich morgen hoffentlich auch wieder was früher wach. Also mit ganz guter Rhythmus. Dann kann man ein bisschen was Sonne mitnehmen, auch wenn immer noch so ein kleines bisschen Sonnenbrand da ist. Aber dann ist man auch gut vorgebräunt für die richtige Sonne, die dann ja, immer weiter steigt. Ja, das war jetzt blöd ins Verzell, aber egal, macht nichts. Schneide ich auch nicht raus. Wenn man halt mal Blödsinn erzählt, dann erzählt man Blödsinn, ne? Ja, das Meer ist, ihr hört es nicht, ganz ruhig, ganz still. Das ist gerade der Blick an der Playa. Wir sind hier am Ballermann 4. Ja, Wochenende wird wahrscheinlich wieder ein bisschen härter. Morgen ist der Auftritt von Tobi um 20 Uhr. Das heißt, meine Siesta, die ich dann halten werde, wenn ich früh aufstehe, wird ein bisschen kürzer ausfallen. Und samstags spielt schon der FC um 18.30 Uhr. Und danach ist der Auftritt von Rick Arena. Das heißt, ich werde schon sehr früh im Bierkönig sein. Ja, wird ein anstrengendes Wochenende wahrscheinlich. Und ab morgen wird der Bierkönig, schätze ich mal, auch wieder sehr gut gefüllt sein. Und ja, das war es eigentlich für den heutigen Tag. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Es gibt keine großen Infos hier. Also hier an der Playa ist alles in Ordnung. Die Wege laufen den Weg rum. Nein, Quatsch. Was wollte ich erzählen? Was wollte ich sagen? Die Zeit vergeht und es wird immer kürzer die Abstände bis zum Soft Opening vom Megapark. Und nein, ich bin nicht betrunken. Nee. Nein, gar nicht. Ja, bevor ich jetzt hier komplett den Faden verliere, wartet für heute. Playa Holika meldet sich ab und wir sehen uns morgen. Tschüss.